Moin Leute, willkommen im Buleland. Im heutigen Video geht es um die Withings Move ECG. Das ist ja die Hybrid-Smartwatch, die ich ja vor rund 10 Tagen vorgestellt habe und ausgepackt habe. Und die hatte ich jetzt selber ein paar Tage im Einsatz. Die hatte jetzt auch mein Vater ein paar Tage im Einsatz. Und die geht demnächst auch wieder zurück zu Amazon. So viel kann ich sagen. Und warum das so ist, falls euch das interessiert, bleibt dran. Vielleicht eine Info noch dazu. Ich habe das Ding ja primär geholt für meinen Vater, damit er ein EKG machen kann. Das ist, braucht er irgendwie, um sich zu beruhigen, dass er keinen Vorhofflimmern oder sonst irgendwas hat. Und das war der ganze Grundgedanke dafür und um ihn nicht gleich eine Apple Watch 5 zu holen oder 4 zu holen. Und ja, ich habe viel geschimpft bei ihm. Ich habe viel gemeckert, warum er es denn schon wieder nicht gebacken bekommt, hier ein EKG aufzunehmen und so weiter. Aber ich muss mich dann wieder entschuldigen für ihn, weil die Probleme sind dann doch hausgemacht. Und aber ich komme vielleicht erstmal zu den positiven Sachen. Also was war wirklich positiv daran? Ja, die ist verdammt leicht, die ist verdammt angenehm. Also wenn man sie am Handgelenk trägt, dann spürt man die quasi gar nicht. Das ist auf jeden Fall positiv zu erwähnen. Dann, was noch positiv ist, ob das wirklich ist, tatsächlich so ist, kann ich nicht wirklich sagen, weil es ist ja die Akkulaufzeit, die soll ja bis zu 12 Monate halten. Sie wird natürlich jetzt nicht gecharged mit einem Kabel oder so, sondern ihr müsst das Ding dann aufmachen und die Batterie wechseln wie bei einer normalen Uhr. Das solltet ihr, wenn ihr das machen wollt, dann am besten von einem Uhrmacher la machen lassen, der das dann auch wieder sauber zumacht, weil sonst werdet ihr relativ schnell ein Problem haben, was die Wasserdichtigkeit angeht. Ja? Ja, dann gibt es noch die HealthMate App. Die ist relativ gut und klar strukturiert. Man kann seine Daten zu Google Fit transportieren, zu Samsung Health geht es zum Beispiel auch. Diverse andere Apps gibt es auch, die man verbinden kann. Das ist soweit in Ordnung. Ansonsten Aktivitäten starten kann man damit auch. Das geht ja auch über die Taste, die hier drin ist. Das läuft dann natürlich über Connected GPS, aber man braucht eine Bluetooth-Verbindung. Da kommt aber schon wieder gleich das nächste Problem. Wenn die Bluetooth-Verbindung denn sauber funktioniert, dann wird das auch sauber getrackt. Wenn sie nicht da ist, dann brr. Ja. Ja, dann hört es jetzt auch schon langsam auf, ehrlich gesagt, mit den positiven Sachen. Vielleicht noch der Hinweis, ihr habt noch die Möglichkeit, also falls man das sehen kann, dieser gelbe Zeiger, der zeigt dann quasi euren Status an, wie weit ihr von eurem Tagesziel schon erreicht habt, also von 0 bis 100%. Wenn ihr 100% erreicht habt, passiert dann halt nichts mehr. Wenn ihr 200% habt, zeigt er immer noch 100% an. Ja, das waren aber im Prinzip eigentlich schon die positiven Sachen, die ich zur Withings Move ECG sagen kann. Eine Sache, die gleich sofort aufgefallen ist in den ersten 2 Tagen, also dieser Schrittzähler, der hier drin ist, der ist vollkommener Murks. Also ich weiß nicht, wie der funktioniert. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch schon wieder 1000 Schritte gemacht. Ich habe zum Beispiel, also mal als Beispiel, in dem ersten Tag, wo ich das Ding im Einsatz hatte, hatte ich bei meiner Samsung Active 2 zum Beispiel 5000 Schritte und hat er mir irgendwie 13.000 angezeigt. Ja, mein Vater hat auch ganz stolz gesagt, wie viele Schritte er so gemacht hat. Und der macht sonst mit seinem Xiaomi Mi Band oder mit der Huawei Watch GT2 ist der nie bei 5000 Schritte gekommen. Aber mit der Withings ist er immer über 10.000 gekommen. Also, ich weiß nicht, was es ist, aber also wenn ihr auf große Zahlen steht, dann werdet ihr mit der Spaß haben. Aber ich glaube, genau ist das nicht. Also, das ist echt Murks. Ein weiteres Thema ist so die Verarbeitung. Also, das Glas vorne. Ne? Das ist wirklich reines Plastik. Ne? Also, ich habe da wirklich Angst, da irgendwie das Ding sauber zu machen, weil ich mittlerweile schon so viele Berichte darüber gelesen habe, dass es durch einfaches Kratzen mit dem Fingernagel da Kratzer reinkommen. Und ich meine, es spürt sich echt mies an. Ich habe mir jetzt für meinen Vater damals sogar noch extra so eine Schutzfolie für das Glas geholt. Die haben wir jetzt aber nicht drauf gemacht, weil der schon wieder so unzufrieden war. Aber das ist echt, oh, für 130 € hätte ich vielleicht dann doch wenigstens irgendwie ein bisschen Gorilla-Glas oder so, damit das sich auch ein bisschen wertiger anfühlt. Also. Ja, das ist echt schade und wie gesagt, wer weiß, wie das Ding wirklich in einem Jahr aussehen würde. Was auch noch ein ziemlich großes Problem war, ist diese Bluetooth-Verbindung. Ja, also mein Vater hat das ja mit seinem Samsung Galaxy A20 genutzt. Ich habe es mit dem Pixel 4 und dem iPhone 11 probiert. Und ich muss sagen, das erstmalige Pairing, das ist noch in Ordnung. Aber irgendwie so nach einem Tag gibt es ständig Probleme, dann ist die Bluetooth-Verbindung weg. Das Synchronisieren funktioniert nicht. Und das merkt man besonders, wenn man diese EKG-Funktion nutzt. Also das EKG funktioniert ja so, man drückt einmal und dann hält man quasi so die Uhr. Ja, und durch der Strom, der dann quasi irgendwie durch den Körper läuft, im Kreislauf, was auch immer, nimmt dann dieses EKG auf.
Beim ersten Mal hat es auch immer sehr gut funktioniert, aber je häufiger ich das gemacht habe, also jetzt nicht hintereinander, sondern einfach am nächsten Tag, am übernächsten Tag, dann hat es angefangen, dann ging auf einmal die Live-Ansicht in der App nicht. Also wenn ihr die HealthMate-App offen habt, dann könnt ihr dort quasi live euer EKG sehen, wie das in den 30 Sekunden aufgenommen wird. Irgendwann geht das auf einmal nicht mehr. Und da steht zwar da, die EKG-Karten werden trotzdem aufgenommen und so weiter. Und wenn die EKG-Karten durchlaufen, also ihr habt ja diesen gelben Zeiger, der quasi dann von 100 bis 0 läuft, damit ihr immer seht, okay, das EKG ist jetzt durchgelaufen, dann könntet ihr theoretisch noch die EKG-Karten trotzdem in eurer App einsehen. Aber das hat dann immer weniger und immer schlechter funktioniert und man hatte auch ständig das Problem, dass man Bluetooth-Verbindungsprobleme hat. Dann lief der Live-Tracker manchmal, also das Live-EKG, also man hat sich nicht bewegt, aber trotzdem hat er dann gesagt, ja, Verbindung ist weg, dies funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und mein Vater ist daran echt verzweifelt. Also der hat, keine Ahnung, wie oft versucht, ein EKG zu machen. Ich glaube, in 2 von 10 Fällen hat es funktioniert. In den anderen Fällen war ständig Abbruch. Und dann ist der Zeiger wieder hoch und runter gegangen und sowas. Und es ist einfach total inkonsistent. Und ich habe meinem Vater mal die Apple Watch gegeben. Und da muss ich sagen, also da hat er in 5 von 5 Fällen hat er es geschafft, dort ein EKG zu machen. Also da ist dann halt dann doch der Unterschied zwischen einer 400 € Smartwatch und so einer 130 € Smartwatch. Die Sachen, die rausgekommen sind, die sahen jetzt recht vernünftig aus. Die kann man theoretisch auch noch dann irgendwie an seinen Arzt schicken, mit seinem Arzt teilen und sowas. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das wird aber einfach dann auch in Form von so einem PDF verschickt. Und da war auch wieder auffällig, es sieht zwar so auf die Entfernung gut aus, aber wenn man ranzoomt, sieht es ganz schön pixelig aus. Ist jetzt vielleicht für das EKG nicht ganz so relevant, weil ich meine, der Arzt wird anhand der Kurve schon irgendwie ableiten können, ob da ein Problem ist oder nicht. Aber ja, das ist echt schade. Also dafür wäre das echt interessant gewesen. Mein Vater hätte das auch gerne genutzt, aber dadurch, dass halt echt wirklich diese Funktion so instabil war und auch diese Synchronisation, also das war ja nicht nur beim EKG, also auch zum Beispiel das Schlaftracking. Die ersten 2 Tage hat es wunderbar funktioniert und auf einmal hat das Schlaftracking nicht mehr funktioniert. Ja. Beim Puls genau das gleiche. Also ich weiß nicht, was das Problem ist, ob es an der App liegt, an der Bluetooth-Verbindung oder an der Uhr selber, aber das ist echt Murks und mein Vater ist echt verzweifelt, der hat mir das Ding, nimm den Scheiß wieder, schick's zurück und dann, der hat jetzt wieder meine Huawei Watch GT2, weil die läuft stabil, die bietet stabil die Daten, der Puls wird angezeigt, wenn man den Puls startet und so weiter. Also ja, das ist echt schade und wie gesagt, 130 €. Nee, also für 50, 60 € hätte ich es wahrscheinlich noch mich ergehen lassen und jetzt ist hier auch nicht mal GPS drin oder sowas. Also ja, und ob das Ding wirklich 12 Monate durchhält, ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, Withings Move ECG, wenn euch ECG, also EKG wichtig ist, ich weiß nicht, ob ihr damit Spaß haben werdet. Probiert es aus, aber wie gesagt, ich schicke das Ding jetzt wieder zu Amazon zurück. Das war nichts für mich. Das war es auch schon von meiner Seite zum Thema Withings Move ECG. Ich glaube, das wird auch vorerst so meine letzte Hybrid-Smartwatch sein, weil mir fehlt einfach die smarte Funktionalitäten, Benachrichtigungen zu lesen, zu sehen, dass überhaupt Benachrichtigungen da sind. Und allein das Einfache, die Uhr mal neu zu starten oder Verbindung zu trennen, das ist so ein Murks ohne ein Display. Und man kann das zwar irgendwie machen mit irgendwie 10 Sekunden halten, dann 5 Mal drücken und so weiter, aber da musste ich mich auch erstmal wieder irgendwelche Tutorials durchlesen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis die Tage. Ciao, ciao. Thank you.